In diesem Video zeige ich dir einen super einfachen Weg, wie du zu deinen Keyframes eine Ease-In und Ease-Out, also einen dynamischen Übergang machen kannst. Also ich habe hier einen Clip und ich habe hier zwei Keyframes. Mit diesen kleinen Haken kann ich, mit den kleinen Pfeilen kann ich hier hin und her springen. So, wenn ich das Ganze jetzt Play drücke, zoome ich einfach nur ein Stück rein. Das Ganze ist jetzt aber sehr linear. Das heißt, was, wenn ich das aber nicht linear haben möchte, sondern ich möchte gerne einen Ease-In und einen Ease-Out haben. Dann kann ich Folgendes machen, ganz, ganz einfach. Ich gehe hier an den Anfang und mache Rechtsklick auf den Keyframe. Dann kann ich hier jetzt sagen Ease Out und jetzt gehe ich hier ans Ende und sage hier nochmal Rechtsklick Ease In. Jetzt habe ich einen dynamischen Übergang geschaffen mit Ease In und Ease Out. Das ist der einfachste Weg, wie du es in DaVinci Resolve fürs iPad machen kannst für Keyframes Ease In und Ease Out. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, gib uns einen Daumen hoch, abonniere auch unseren Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin Daniel. Mach's gut. Ciao.